Hallo Stempler, Elisabeth von Lilises Crafts ist heute wieder hier. Heute habe ich mal ein ganz ein anderes Video für euch und zwar einen kleinen Vergleich über den Erin Condren Life Planner und unseren Stampin' Up Planner Kit Tolle Tage. Ich habe ja die letzten Jahre immer mit einem Erin Condren gearbeitet, bin aber natürlich als mit dem neuen Hauptkatalog 2017 unser Planer auf den Markt kam, natürlich auf unseren umgestiegen. Jetzt hatte ich ja schon fast ein halbes Jahr Zeit, mich an den Stampin' Up Planer zu gewöhnen. Haben ja auch keinen neuen Live-Planer von Erin Condren mehr bestellt. Aber ich würde euch heute ganz gerne einen kleinen Überblick über die beiden zeigen und geben, damit ihr euch hier auch selber eine Meinung bilden könnt und überlegen könnt, was passt besser in euer Leben. Also wie man schon auf den ersten Blick erkennt, ist natürlich auch schon das Design und die Aufmachung eine ganz andere. Während der Erin Condren Life Planner sehr farbenfroh daherkommt und fröhlich, bunt und frisch, ist unser Stampin' Up Planner eher etwas in den gedeckteren Farben, aber auch in einem wunderschönen Design hier mit diesen Rosen und ähnlichen. Der nächste große und größte Unterschied ist sicherlich der Life Planner ist ein gebundenes Ringbuch. Das bedeutet, hier kann man nichts mehr dazu und auch nichts rausgeben. Und unser Stampin' Up Planner ist ein Ringalbum. Das heißt, ich habe hier ganz einen normalen Ringbuchmechanismus und kann natürlich jederzeit Sachen raus und wieder reingeben. So, dann schauen wir uns auch schon einmal die beiden Planer etwas genauer an. Ich starte mit dem Erin Condren Life Planner. Also wie ihr schon gesehen habt, von den Farben her ist er natürlich toll. Es gibt auch Millionen verschiedene Designs, die man sich aussuchen kann. Man kann ihn auch personalisieren lassen, so wie ich habe hier auch meinen Namen unten drauf stehen. Er hat natürlich auch Einlagen. Als erstes startet er mit einer Jahresübersicht und dann beginnt auch schon das Kalendarium. Also die Einlagen schauen so aus. Hier ist der Januar, sind auch nur auf dem gleichen dünnen Papier gedruckt als wie das normale Kalendarium. Nur hier der Tab mit Januar ist etwas verstärkt und dicker. Was allerdings schön ist, es ist hier immer so ein hübsches Zitat auf jeden Monat. Dann hat man hier eine normale, klassische Monatsübersicht. Typisch, wie es im Englischen ist, startet mit Sonntag, hört mit Samstag auf. Ganz normales Kalendarium und eben wie gesagt auch schon vornummeriert. Also 2017 war der Januar der erste ein Sonntag. Und dementsprechend ist der 31. ein Dienstag. Also so sieht diese Geschichte aus. Danach beginnt die Wochenübersicht. Man hat immer eine ganze Woche auf einer Seite. Und hier kann man auswählen, ob man die amerikanische Variante haben möchte, die mit Sonntag beginnt und mit Samstag aufhört, oder ob man gerne das europäische Maß haben möchte mit Montag bis Sonntag. Aber es ist natürlich trotzdem alles auf Englisch. Die Aufteilung ist vertikal, so habe ich immer damit gearbeitet. Es gibt auch eine horizontale Aufteilung. Man hat hier drei Felder, die man dementsprechend nutzen und beschriften und füllen kann. Und auch die Daten sind schon vorgegeben. Also das ist das normale Standardkalendarium. Geht einfach so weiter mit zum Schluss einer Notizseite und dann startet auch der nächste Monat. Ja, natürlich kommt der Life-Planer auch mit ein paar Goodies, wenn man ihn bestellt. Also man hat hier auch so eine Einlage mit einem Lineal. Es gibt eine große Einstecktasche, eine beidseitige. Und man kann natürlich sehr, sehr viele Sachen dazu bestellen, die auch nicht gerade günstig sind, aber es gibt alles Mögliche. Einen Tagesplaner, einen Geburtstagsplaner, jede Menge Sticker. Es gibt elastische Bänder, um den Planer zu verschließen. Es gibt hier so durchsichtige
Taschen mit Reißverschluss, in die man Dinge reingeben kann. Und es gibt natürlich auch Sticker, die mitgeliefert werden. Die sehen dann so aus. Also einfach ganz normal farbig in den Farben, die auch im Planer verwendet werden. Und das sind hier so längliche Fähnchen-Sticker. Also die sehen so aus. Und also von denen gibt es eine Seite und halt auch mit Geburtstagen zu markieren und wichtigen Dingen, ganz wichtig, Wahltag zum Beispiel, aber eben alles auf Englisch. Also das zum Erin Condren Life Planner. Ich habe ihn geliebt, ich habe sehr, sehr lange damit gearbeitet. Ist eine wirklich eine schöne Alternative. Ja, dann zu unserem Step-in-Up-Planer, also er kommt, wenn er kommt, komplett blank. Die Vorderseite habe ich selber embossed, also die ist normalerweise nur marineblau mit diesen goldenen Punkten. Dann sind hier zwei Einstecktaschen dabei, in die man auch Sachen aufnehmen kann, in diese hübschen Täschchen. Und das Design ist ein ganz ein anderes, also die Divider, die Monats-Divider sind dick, foliert beidseitig. Und haben hier eben mit jedem Monat ein anderes Design, aber immer in diesem Thema und in diesem Farbschema. Dann sieht die erste Seite eines Monats so aus. Die kann man selber beschriften, in welchem Monat man sich befindet und auch für jede Menge verschiedene Dinge benutzen. Sei es To-Do-Listen, wichtige Daten, Geburtstage, Einkaufslisten, was auch immer man hier auf der ersten Seite haben will. Dann gibt es auch hier einen Divider, den man einfach so ausnehmen kann und mitnehmen kann. Auch sehr hübsch in diesem Punktedesign. Und dann kommt die Monatsübersicht, die auch wieder ganz klassisch mit Sonntag beginnt und mit Samstag endet. Man hat auch hier auf der Seite ein Feld für Notizen. Der große Unterschied ist allerdings, es sind keine Daten im Planer eingetragen. Das bedeutet, ich kann jeden Januar benutzen. Das ist nämlich auch der große Unterschied und der große Vorteil. Ich kann mit dem Stamping Up Planer zu jeder Zeit im Jahr beginnen, weil ich mir ja einfach einen ganzen Monat rausnehmen kann und ihn hinten einsortieren. Das bedeutet, wenn ich mir den Planer erst im April kaufe, dann ist mein erster Monat der April. In diesem Fall dann April 2018. Aber Jänner, Februar und März sind nicht verloren, weil ich sortiere ich dann einfach hinten ein und habe dann Jänner, Februar und März schon für 2019. Und deshalb sind auch hier keine Daten vorgedruckt, weil man ihn einfach für jedes Jahr benutzen kann. Im Gegensatz zum Erin Condren Life Planner, wo ich natürlich jedes Jahr einen neuen bestellen musste. Hier brauche ich nur die Einlagen neu bestellen und nicht den gesamten Ordner. Also das ist die Monatsübersicht. Hat auch hier unten noch ein hübsches Notizfeld. Und dann kommt die Wochenübersicht. Die beginnt wieder ganz klassisch Montag bis Sonntag, so wie wir es ja auch gewohnt sind. Hat oben hier ein kleines Feld, in dem ich auch zum Beispiel Kalenderwoche oder den Monat reinschreiben könnte. Also in dem Fall dann Jänner 2018, damit man auch genau weiß, wo man sich befindet. Geht dann auch so weiter. Ganz klassisch, und auf der letzten Seite im Monat befindet sich auch wieder eine Notizseite und dann beginnt der neue Monat. Also so schaut das so leer aus. Was wird mitgeliefert? Das hier sind meine eigenen Add-ons, bitte nicht beachten. Man bekommt hier so hübsche kleine folierte Fächer mit je 6 Fächern. Und zwar 4 Stück davon, in die man auch ganz doll Fotos reingeben kann, Erinnerungen festhalten kann. Dann gibt es 3 Blatt dieser goldenen Sticker mit verschiedenen Motiven, passend auch zum Design, mit Rosen, Today, Sprechblasen, Fähnchen, Herzchen, alles Mögliche. Dadurch, dass man ja jeden Monat beginnen kann, bleiben auch über ein ganzes Jahr betrachtet 4 oder 5 leerer Wochenansichten über.
Was natürlich auch den Vorteil hat, wenn man sich einmal richtig verschreibt oder verstempelt hat oder im Design vergriffen hat, hat man Reserve. Und dann kommen noch drei Blätter dieser Sticker. Die sind auch im Farbschema passend zum Kalender und zum Design und eben auch zum Aufhübschen gedacht. Das Schöne ist, da ist nichts beschriftet, damit gibt es auch kein Sprachproblem. Also die sind auch noch dabei. Und jetzt kommen wir dann auch schon zum großen Fazit und zum Für und Wider. Was spricht für den einen, was spricht für den anderen Kalender? Also, ich starte wieder mit dem Erin Condren. Für den Erin Condren spricht, er hat ein wunderhübsches Design und es gibt ihn in ganz, ganz vielen verschiedenen Designs. Also wer es nicht so bunt mag, kann ihn auch in gedeckteren Farben haben und es kommen jedes Jahr auch neue Cover raus und man kann die auch wunderbar personalisiert bestellen. Ein weiteres Plus ist, es gibt extrem viel Zubehör dafür. Also es wird sich für jeden Geschmack etwas finden, mit dem man ihn erweitern oder ergänzen kann. Oder Dinge, die man einfach dafür braucht, wo man denkt, okay, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. Der große Nachteil, er ist nicht erweiterbar und er ist auch nicht so flexibel und er kostet ein Vermögen. Also der Liveplaner selber kostet je nach Design zwischen 50 und 60 Dollar. Ist immer von Jänner bis Dezember für jedes Jahr. Es gibt auch einen 18-Monats-Planer, also eher so für Schüler- oder Lehrpersonal gedacht. Der startet natürlich dann im Sommer. Aber er kostet ein Vermögen. Also es sind mal das 50 bis 60 Dollar nur für den Planer alleine. Dann kann man natürlich auch jedes kleine Add-on, was man sich dazu kauft, dazu rechnen. Die sind auch nicht gerade günstig. Und dann darf man natürlich noch aus den USA Versand und bei uns Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Das bedeutet, dieser nette kleine Planer kostet einen gleich mal schnell 100 Euro oder mehr. Und dazu kommt, dass man natürlich auch eine Lieferzeit hat. Also wenn man sich seinen Planer nicht schon im November des Vorjahres bestellt und man bestellt ihn erst Ende Dezember oder Anfang Jänner, kann es durchaus sein, dass er erst im Februar, schlimmstenfalls mit der langen Versandzeit, im März da ist. Und dadurch hat man dann schon gleich mal 2 Monate verloren, die man ja nicht mehr nutzen kann, weil man ja nicht so flexibel ist, weil die Daten ja schon vorgegeben sind. Das dazu. Dann zu unserem Stampin'-Up-Planer. Das große Plus ist natürlich der Preispunkt. Der Planer, so wie er hier ist, inklusive von dem ganzen Inhalt, kostet 45 Euro. Und das ist ein echtes Schnäppchen. Wenn man ihn alleine kauft und nicht bei einer Sammelbestellung sich beteiligt oder ähnliches, fallen noch 6 Euro Versandkosten an, die dazukommen. Also für 51 Euro schlimmstenfalls hat man sich einen tollen Planer ins Haus geholt. Das Design ist Geschmackssache. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Aber natürlich passt es nicht für jeden. Ich hoffe, dass wir dann mit dem nächsten Jahreskatalog noch ein paar andere verschiedene Designs reinbekommen. Weil natürlich zum Beispiel für einen Herrn oder auch für etwas moderner liebende Menschen vom Geschmack her wird der hier nichts sein. Vom Design her. Aber der Preispunkt ist ein Hammer und was für mich natürlich der größte Vorteil ist, ist einfach, ich bin extrem flexibel. Und wenn ich erst im August drauf komme, ich brauche einen Jahresplaner oder wenn ich zum Beispiel meine Hochzeit zu planen habe, und das ist ja auch meistens ein Projekt von einem Jahr, und wir heiraten im Mai, dann kann ich im Jahr vorher im Juni starten und brauche mir keine Gedanken machen, dass ich 2 Jahresplaner benötige, weil es eben über den Jahreswechsel hinausgeht. Der nächste große Pluspunkt meiner Meinung nach ist erstens, dass die Divider so schön stabil sind. Und der riesengroße Vorteil ist, das Papier ist dick genug und stabil genug, dass es sich auch bestempeln lässt. Das heißt, für alle, die auch gerne ihren Planer verschönern oder aufhübschen, die können direkt darin stempeln und auch kolorieren. Ich würde jetzt zwar von Aquarell abraten, weil das wird sich sicher durchdrucken, aber normale Koloration mit Stiften geht wunderbar und auch das Stempeln
haut 1A hin. Der ist natürlich, bis man ihn fertig zum Gebrauch hat, ein bisschen mehr Aufwand, eben weil man die Jahreszahl, also die Monatszahlen erst hineinschreiben muss. Also ich habe hier beim Montag ja nicht stehen, welches Datum der hat. Ob das jetzt der 4., der 5. oder der 8. ist, das muss ich selber nachschauen und hineinschreiben. Aber das ist ja auch gleichzeitig der große Vorteil. Er ist super erweiterbar, ich kann mir ganz, ganz viele Dinge dazu heften und auch Sachen, die ich nicht brauche, einfach wieder rausnehmen. Das heißt jetzt auch für mich, wenn jetzt das neue Jahr startet, ich habe meinen ja schon seit Juli in Gebrauch, dass ich jetzt dann auch von Juli weg zum Beispiel die ganzen Monate rausgeben könnte und damit das Gewicht nicht mit mir herumtragen müsste. Dafür kann ich Fotos und auch selbstgemachte Taschen und zusätzliche Listen und ähnliches, was ich benötige, ganz, ganz einfach dazu heften. Also das ist das Fazit zu diesem Planer. Welcher euch jetzt besser gefällt, ob unser Stampin' Up Live, also Tolle Tage Planer oder der Erin Condren Live Planer, bleibt natürlich euch selbst überlassen. Zum Antesten, ob euch die Planergeschichte überhaupt gefällt, würde ich auf jeden Fall diesen hier empfehlen, einfach weil hier der Preispunkt ganz ein anderer ist. Und auch für die, die schon fortgeschrittener im Planen sind und denen das Design zusagt, für die wird unser Planer hier echt ein tolles Schnäppchen sein und man kann sehr, sehr viel damit machen und für viele verschiedene Dinge benutzen. Wer allerdings natürlich den Ferrari unter den Planern haben will, wird sich irgendwann diesen hier kaufen, sofern man nicht zu flexibel sein will, um Dinge hinzugeben zu wollen oder einfach nur drauf los planern will. Also das ist mein Fazit zu den beiden. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Entscheidungshilfe geben. Und solltet ihr Fragen zu unserem Love Today, also zum Planer seit tolle Tage haben, dann meldet euch doch bitte ganz einfach bei mir. Ich würde mich freuen. Danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.